Nerdeck, Rätseldetektei. Und? Wie läuft's bei euch so? Ah, mir ist langweilig. Mist. Wir haben keine einzige Bitte. Da. Nichts, nada, niente, null. Ich dachte, wir würden wenigstens eine klitzekleine Bitte kriegen. Die kommen schon noch rein jetzt. Oh, sieh mal eine an, eine Bitte! Ich bin schon ganz gespannt darauf, welche Abenteuer uns diesmal erwarten. Yeeha. Willkommen! Starten wir mit Kapitel 4, exklusiv unterirdisches Geheimnis aufgedeckt. Wie geht es euch allen? Oh, Sie sind es nur. Ich dachte, Sie wären ein Klient. Mist. Verflixt, die ganze Aufregung war umsonst. Ich wünschte, jemand würde kommen. Irgendjemand! Behandelt man so etwa einen Gast? Besonders, wenn dieser Gast auch ein Klient ist. Sie sind hier, um eine Bitte einzureichen. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Also. Du schwingst ja schneller um als das Wetter. Also, wie können wir Ihnen helfen? Unsere Spezialgebiete sind verdeckte Ermittlungen und das Einfangen von... Immer mit der Ruhe, nicht so voreilig. Ich habe Wapi erklärt, was ich möchte, also fragt es einfach nach Details. Wann haben Sie das denn gemacht? Schlüsselaufgaben. Die Rätseldetektei Erpion kümmert sich um Detektei-Quests. Für Detektei-Quests musst du deinen Spürsinn gebrauchen. Als dein Assistent sammelt Vapir die Bitten deiner Auftraggeber. Sprich Vapir einfach an, um Bitten auszuwählen. In der Quest-App kannst du laufende Untersuchungen überprüfen. Wähle NAV und der Pfeil wird dich leiten. Du kannst auch auf andere Ziele umschalten. Nimm deinen ersten Detektivauftrag an. Einerseits gerne, andererseits frage ich mich, es wäre doch mal wieder an der Zeit, auf jeden Fall, ne? Zu Nathan zu wechseln. Ich muss kurz mal schauen. Ja, das sind sie. Unser Klient ist ein besorgtes Mädchen aus Lenzhausen-Neudorf. Die Detektei nimmt ihre erste Bitte an. Vielleicht können wir mal eine machen, dann wechseln. Weil jetzt haben wir den Part so begonnen und jetzt wollen wir damit auch mal ein bisschen. Ne? Gilt es jetzt als angenommen? Nee, ich weiß gar nicht. Wechseln, NAV. Ja. Schlüsselaufgaben. Ich könnte auch ins Kynet gehen, oder? Mal sehen, ob da irgendwas steht. Das ist ein Gefallen und keine Bitten. Komplex. Wechseln. Vielleicht gehe ich einfach mal hin. Vielleicht gilt es erst als angenommen, wenn ich diese Person anspreche. Oh, Portalix, es wird Zeit. Hallo, ist hier die Rätseldetektei Erpian? Noch eine Bitte? Willkommen! Nein, das ist Vapirs Freund Portalex. Er ist nur zu Besuch hier. Portalex, er sieht genauso aus wie ein Spiegel. Hallo, ich bin nicht nur ein Spiegel. Ich kann Leute teleportieren. Teleportieren klingt unglaublich. Vapir und Freunde müssen bei allen den Bitten ab jetzt schneller reisen können. Portalex und seine Freunde können Vapir und Freunde von Ort zu Ort teleportieren. Du hast echt gute Verbindungen. So kenne ich meinen Wappelwappel. Was? So kenne ich meine Wappibab. Wieso? Was zum Himmel redelst du da? Stimmt etwas mit Wappibab nicht? Was? Ihr Name ist Vapir für dich nochmal. Vapir! Leider kennt Vapir nur wenige Portalex. Wollen Vapir und Freunde zu neuen Orten teleportieren, werden andere gebraucht. Oh, mach dir darum keine Sorgen. Es ist auch jetzt schon beeindruckend. Ich bin soweit. Geht durch mich hindurch, wenn ihr nach Hause wollt. Du kannst dich jetzt mit Hilfe von Portalex zwischen der Rätseldetektei und Lenzhausen frei bewegen. Danke. Coolio, ich kann mich nach Hause teleportieren. Danke, Portalex. Okay. Ein kleiner Schritt für einen Nerd. Ein riesiger Sprung für die Nerdheit. Ja, ich will mal ganz kurz auf der Karte gucken. Nö. Wo wir uns genau in Nerdeck befinden, aber es riecht nach der oberen rechten Ecke. Na denn? Ja, nach Hause teleportieren. Ich werde also nicht mal groß gefragt, finde ich gut.
Speichern wir schnell mal ab. Aber ja, wir wechseln wohl in diesem Part. Keine Bahn. Aber da ist ein Ding. Ich kann das nicht mal holen, weil der uns nicht weglässt. Möchtest du dich sofort wegteleportieren? Wir haben das Haus der Denikers, den Waldberg Schrein. Das ist gut. Blütenbüllwanderers Rast. Alles klar. Und das wird nicht der letzte Portalex gewesen sein. Also zur Erklärung. Wer die anderen Teile nicht kennt, die waren schon immer da. Damit geht das Reisen so viel besser und schneller. Die braucht man. Ich bin so dankbar, wenn die immer frei sind. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich wirklich mal teleportieren kann. Das Leben ist voller Überraschungen, wenn man mit dir unterwegs ist. Mach dich bereit. Bereit für was? Es ist Zeit, sich total zu entspannen. Kümmere dich lieber um deine Bitte, du Rotzlöffel. What the fuck? Ich habe doch die Navigation eingeschaltet, denke ich. Ich muss hier raus. Ich muss über den Balkon. So nach draußen. Ich dachte, die Navigation wäre angeschaltet, aber es sieht nicht ganz danach aus. Na warte, erstmal freien Fuß. Ich habe wirklich keinen Pfeil. Das ist sehr merkwürdig. Navigation für diese Quest ausschalten? Einschalten. Der Pfeil verschwindet gelegentlich, wenn etwa sich die Tageszeit ändert. Ich bin in Lenzhausen-Neudorf. Ich bin in Schwalbing. Ja, aber trotzdem würde dann... Trotzdem würde dann der Pfeil auftauchen. Es gibt also nur zwei Möglichkeiten. Rätsel der Detektiv an. Oder darf ich nochmal etwas probieren? Wir nutzen Portalex. Vielleicht muss ich jedes Mal in die Detektei und dort mit Vapir reden? Eventuell. Oder die Tageszeit ist gerade nicht richtig und es geht noch nicht. Oder es geht gerade nicht, weil wir mit Nathan, Whisper und Shibanya noch was zu erledigen haben. Das kann ja auch sein. Das würde ich halt nur gern wissen. Aber die Detektei hätte ja wenig Sinn, wenn wir da nicht jetzt jedes Mal hin zurück müssten. Also dann würde ich ja gar nicht die ganze Zeit hin zurückkehren. Also den letzten Versuch unternehmen wir noch. Ah doch, da muss man das annehmen. Entschuldigung, hat er bestimmt doch gerade gesagt, dann habe ich es nicht ganz gerallt auf Anhieb. Guten Morgen, hier sind Detektivbitten. Das Witzige ist, die war ja schon in der Quest, aber Quest akzeptieren. Soll was tun? Ein Mädchen steckt in Schwierigkeiten, verflixt, wir müssen etwas unternehmen. Am besten sprecht ihr selbst mit ihr. Sie befindet sich in Lenzhausen-Neudorf. Okay. Komm schon, Usapion, wir gehen. Los geht's. Sau stark. So, ja. Ich weiß nicht, Wanderers Rast ist wahrscheinlich wirklich der nächste Ort. Es ist ja witzig, dass wir unter Quest das schon annehmen konnten. Na gut. Das ist Blütenbühl. Also wir haben streng genommen, es muss irgendwo in Lenzhausen-Neudorf auch einen Portalex geben, den wir aktivieren müssen. Waldberg ist nördlich. Blütenbühl ist halt westlich. Und Schwalbing, also Haus der Denikers, ist östlich. Während die Detektei nur per Bahn zu erreichen ist. Und ja, das wäre der umständlichste Weg, definitiv. Das ist doch dein Fahrrad. So. Ich kann jetzt auch schwer abschätzen, wie... Okay, da hätte ich lang gemusst. Wie umfangreich und intensiv diese Quest sein wird. Ein kurzes Gespräch oder ein paar Parts Arbeit. Ich weiß es einfach nicht. Bestimmt irgendwas dazwischen. Hallöchen, ich habe gehört, dass du in Schwierigkeiten steckst. Milchi ist noch nicht wieder zu Hause. Hm? Milchi? Meine Katze! Sie ist weiß und hat ein rotes Halsband. Hm. Oh, verstehe. Wo streunt Milchi denn gerne rum? Er geht gerne in den Park, der hier in der Nähe ist. Hm, also gut. Mach dir keine Sorgen, ich werde Milchi finden und sicher zurückbringen. Wirklich, danke!
streunend im Park. Eine Katze! Katzen sind toll, oder? Sie sind einfach total knuffig. Gibt genug Katzen-Yokai. Wenn ich die Wahl hätte, hätte ich lieber einen Katzen-Yokai zum Partner. Verschwinde! Du Katzenlöffel, was soll das denn heißen? Tut mir leid. Lass uns lieber schnell Milchi finden. Ein Park, der hier in der Nähe ist, meinte sie vielleicht den Dreikantpark? Lass uns hingehen und nachschauen. Der Dreikantpark. Du, eine Katze bewegt sich so schnell und die kann längst über alle Berge sein. Also die kann überall sein. Die beschränkt sich bestimmt nicht auf den Park, aber ja. Da wären wir, der Dreikantpark. Wir könnten Informationen gebrauchen. Verflixt gute Idee. Wir sollten uns umhören. Ob irgendjemand die Katze gesehen hat. Entschuldigung, haben Sie eine weiße Katze mit rotem Halsband gesehen? Ja, ich weiß, welche Katze du meinst. Sie kommt öfter her, oder? Stimmt genau. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Gestern habe ich eine weiße Katze beim Schreien auf dem Waldberg gesehen. Danke. Beim Schreien, vielen Dank. Hey, was gibt's? Eine weiße Katze? Nee, nicht gesehen. Suchst du etwas? Eine weiße Katze? Tut mir leid, keine gesehen. Oh je, wird das eine Schnitzeljagd? Müssen wir jetzt von einem Ort zum anderen hetzen? Aber ja, Kapitel 4, ne? Was ist das denn da vorne? Was ist das denn? Eine NPC hat auf dem unteren Bildschirm ein kleines Symbol, das ich nicht zuordnen kann. Ist es eine neue Questflagge oder... Fahrrad? Hallo Erika! Hast du Lust auf ein Fahrrad rein? Wenn du erste bist, besorge ich dir vielleicht eine neue Fahrradlackierung. Auf geht's, fahren um die Bitte! Eigentlich ja nicht so. Okay, gehen wir diesmal alles richtig an. Bin gespannt. Oh yeah. Und die laufen zu Fuß. Schwing dich aufs Rad, wähle einen Kurs aus und lass deinen Rivalen hinter dir. Jede Strecke hat Bonus-Items und störende Yokai. Also nutze enge Kurvenlagen und steh zum Schnellradeln auf. Ich muss noch ein bisschen gucken, wo es überhaupt lang geht, ne? Ja, danke, du Yokai. Es ist Froland! Nix da. Kenn halt nicht den Weg. Ich muss die ganze Zeit auf dem unteren Bildschirm schielen. Wo es überhaupt lang geht. Und dann fahre ich halt, wenn ich gerade runterschiele, in irgendeinen Yokai rein. Das ist weniger gut. Aber bislang funktioniert... Wer hat die Rampe dahingestellt? Bislang funktioniert es ja eigentlich. Und das ist auch schon das Ziel. Nice. GG. Fette, dicke 1. Neuer Rekord. Jawohl, so sieht's aus. Du hast das Rennen als Erste beendet. Wow, du bist großartig. Wie versprochen, werde ich dir eine neue Fahrradlackierung besorgen. Diesmal hast du ein Zeitlimit. Wir werden auf dich warten. Das ist ein Premium-Blumen für dein Fahrrad, das nun bei Pedalissimo und Blütenbühl erhältlich. Bubblegum. Ich mache mir nicht sehr viel draus. Also so genau sieht man das Fahrrad jetzt auch wieder nicht. Aber wir haben das Rennen mal gemacht. Ich glaube, das Rennen gemacht zu haben, ist mir irgendwie wichtiger als die neue Lackierung. Wenn ich dran denke, schnei ich mal rein. Aber jetzt erstmal zum Waldberg schreien. Da wird es bestimmt den nächsten Tipp für die Katze geben. Die wird da nicht sein. Dann heißt es, geh nach Schwalbing. Und am Ende der Schnitzeljagd stellt sich raus, die ist... In Wirklichkeit in dem Haus von dem Mädchen. Mark my words. Was geht hier ab? Questflagge. Wir haben es zum Schrein geschafft. Ich frage mich, ob hier vielleicht auch jemand etwas gesehen hat. Ja.
Vielleicht gibt es einen Joker in der Nähe, den du fragen kannst. Genau. Oh, da habe ich gar nicht dran gedacht. Gute Idee, Usabion. Finde Infos zur streunenden Katze. Der ist aktiviert, ne? Oh, eine Münze, nice. Du sagst ja. Klar. Hier ist eine Katze. Schnur, miau, schön ist es, eine Katze zu sein. Das ist natürlich auch, was eine Katze sich permanent denkt. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Hm, hier zu stark ausgeschlagen, aber... Schmetterling? Von Feinschwingen die Vorstufe? Ich glaube schon. Kann sein. Dieser Joker ist Freundsfalter. Entschuldigung, hast du eine weiße Katze in der Nähe gesehen? Ja, habe ich. Wirklich? Weißt du, wo sie ist? Natürlich. Sie lief in Richtung des Flussufers in Blütenbühl. Das war ziemlich leicht dafür, dass du ein Yokai bist. Nicht jeder Yokai will kämpfen und Unfug stiften, weißt du? Erika, lass uns zum Flussufer gehen. Ja, Moment mal. Moment. Haben wir denn Münzen, die wir reinschmeißen können, wenn wir schon mal da sind? Eben die rostige Münze zählt die? Ich weiß nicht. Heute nicht. Ich habe nur 3 Versuche. Ich glaube, ich habe noch nicht mal 3 Münzen. Wenn ich ganz am Ende so viele habe, dann kann ich das gerne mal versuchen. Aber ich habe halt nur die eine von eben. Lol. Erster Preis sind 3 Yokai. Da ist auch einer. Ich weiß nicht, ob der gut ist. So ein Opa Gusto-Verschnitt. Aber auch für den 2. Platz so eine Klugel wäre vielleicht ganz cool. Hoffen wir das Beste. Aber ich glaube, Nathan hat noch mehr. Nathan hat mehr Münzen. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, hm? Das ist ein 2. Preis, aber nur so eine Ärmel hoch, so ein Buch. So tolle Techniken heißt es ja. Kann man später den Yokai mal verfüttern, aber das hebe ich mir auf, bis mein Team überhaupt erstmal steht. Gerade bei Erika steht da ja gar nichts. Bedauerlicherweise, aber oft entwickelt sich sowas erst nach der Hauptstory. Moment, Schwalbing, Blütenbill habe ich ja nichts mehr. Hä, Moment. Anderes Rast, alles klar. Können wir so ein bisschen abkürzen wenigstens. Ja. Bin gespannt, ob wir das noch hinkriegen, ob wir das noch gebacken kriegen. Gut, es soll zum Flussufer gehen. Und schon ist das Fahrrad wieder weg. Der Krapfenhügel. Hier ist das Fahrradgeschäft. Praktisch, ja dann. Hätte das Fahrradgeschäft Pedalissimo geöffnet, würde ich euch willkommen heißen. Wir frisieren dein Fahrrad gern und jederzeit, sobald wir geöffnet haben. Ich dachte, das wäre geklärt. Warum haben die nicht geöffnet? Was soll denn der Blödsinn? Wisst ihr da mehr? Dann ab in die Kommis. Flussufer. Das ist die Gegend, von der Freundsfalter gesprochen hat, oder? Oh, war das nicht niedlich von mir? Ich kann das. Es wird zu hoch. Was war das? Das war eine weiße Katze. Schnell ihr nach. Ja, und vor allen Dingen in der Textbox stand schon Milchi, also es muss die sein. Das wissen die ja noch nicht, aber... Ja. Oh. Oh mein Gott. Warte mal eine Sekunde. Diese Katze steht auf 2 Beinen. Gestatten? Ich weiß es auch nicht. Ein Yokai? Nja, nja, nja. Also sieht aus, als hätte er einen Narren an dir gefressen, Erika. Ja. Mist. Lass uns Freunde sein. Färbe mich mit deiner Lieblingsfarbe ein. Das hat er gesagt. Freunde sein klingt gut, aber was meint er mit einfärben?
Hallo miteinander, gibt's hier ein Problem? Ja. Wer hat das gesagt? Machst du Witze? Fuego? Flamiau? Wer zum Himmel? Herr Katzbürst? Ich bin der umherreisende Lehrer. Nennt mich Herr Katzbürst, ja? Nun ja. Es ist Schipanjan verkleidet. Von mir aus ein anderes Schipanjan verkleidet. Na, 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 na. Ah, ich verstehe. Du möchtest also von ihr eingefärbt werden. Wie wundervoll. Und du bist noch so jung, in der Blüte deines Lebens. In dem Fall solltest du diese App verwenden. Die bauen eine Nyan-App. Kurze Erklärung, wer es nicht kennt, das ist mir auch schon klar. Ich glaube, das ist komplett neu oder war es von der Sukiyaki-Edition? Ich glaube sogar, es ist komplett neu jetzt. Das gab es in der japanischen Version noch nicht. Und zwar, dass du deinen eigenen Katzen-Yokai zusammenstellen kannst. Es gibt ja so viele verschiedene. Ich habe es heute schon gesagt. Und ich habe da schon dran denken müssen, als es hieß Milchi. Aber jetzt haben wir es confirmed. Er heißt irgendwie Plank-Nian und so. Und da kann man sich seinen eigenen Katzen-Yokai basteln. Epic, wa? Gucken wir uns gleich mal genauer an. Bauen eine Nyan-App. Bauen eine Nyan? Damit kannst du diesen Katzen-Yokai beliebig einführen. Bauen eine Nyan ist der Ort, an dem du deinen eigenen Katzen-Yokai anpassen kannst. Wähle erstellen einen Nyan in der Bauen eine Nyan-App. Gib ihm einen Namen, verpasse Farbe, Körper, Stimme und Stamm an. Ändere die Form und das Muster deines Yokai oder gib ihm Accessoire. Sammle Rein-Nian, so heißt er. Nicht Blank-Nian, Rein-Nian. Für eine phänomenale Runderneuerung. Beige ist so beige. Warum nicht rot? Färbe dein Yokai mit der Farbefunktion. Außerdem gibt es ganz spezielle Talente und Ulti-Seelschläge. Lerne neue Schläge mit trainierenden Nian und wähle sie mit lernen Nian aus. Dein Yokai ist grün hinter den Ohren und benötigt die Hilfe von Trainern. Training erhält so ein Katzen-Yokai, mit dem du dich angefreundet hast. Nutze trainierenden Nian, um Ulti-Seelschläge und mehr zu erlernen. Unterschiedliche Trainer können verschiedene Fähigkeiten und Schläge beibringen. Aber es dauert 3 Stunden Echtzeit, um das alles zu lernen. Um den Vorgang sofort abzuschließen, benutze eine Rein-Nian-Essenz. Du kannst deine Werte bis zu 5-mal durchs Training aufbessern, aber notfalls kannst du auch noch Werte-Neustart benutzen. Es können nur Werte zurückgesetzt werden, aber nicht die Angriffe deines Yokai. Das Leben kannst du nicht zurücksetzen, aber du kannst sie einfach neu trainieren. Und das war's ja auch schon. Alles verstanden, ja? Na klar, das hört sich nach Spaß an. Wenn das so ist, dann solltest du ihm auch einen Namen geben, ja? Er ist noch ein unbeschriebenes Blatt, also nenne ich ihn Rein-Nian. Warte mal einen verflixten Moment. Sowas solltest du dir gut überlegen. Wie hast du das erraten? Keine Sorge, ich lasse mir später noch was einfallen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Unterricht fängt bald an. Macht es gut miteinander. Was mich nur an der Situation stört. Wir sollen Milchi doch zurückbringen. Was macht ihr jetzt so ein, keine Ahnung, passen an, er gehört dir. Okay, auf Wiedersehen, Herr Katzbürst. Mit dieser App kann ich dich beliebig einfärben. Er gibt mir die Medaille, aber was ist jetzt mit der Quest und dem Mädchen? Rein-Nian. Andere Stimme. Er ist komplett nackt, wisst ihr, unberührt. Da waren die Entwickler einfach faul. Ach komm, mach deinen eigenen Katzenjoker, bitte. Es gab ja so viele schon, die Obstfarben. Erinnere ich nur mal ganz allein. Ja. Ja. Es ist toll, neue Freunde zu finden, aber das war die falsche Katze. Okay, ist nicht die richtige. Das ist die richtige. Das macht einiges. Gut, 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 gut. Da ist sie. Das ist die Katze, nach der unser Klient sucht. Weißes Fell und rotes Halsband, genau wie sie es gesagt hat. Anscheinend hat Rein-Nian mit der Katze im Dreikantpark gespielt. Wirklich so ein Zufall. Zeit für uns nach Hause zu gehen. Nyan. Ach du Schande. Mount. Huch. Das ist ein bisschen zu beliebt.
Okay, dann haben wir diese Quest abgeschlossen. Debüt der Rätseldetektei. Ja, hau die Erfahrungspunkte raus. Süße Schleife. Ich glaube, ich drehe am Rad. Es gibt quasi nichts. Es gibt quasi nichts. Ja. Mhm. Das mussten wir erstmal machen. Ahaha, dann ist ja gut. Gute Arbeit. Hier, bitte nimm das. Fancy Dad 15. Coolio, eine Ausgabe von Fancy Dad. Das ist die beste Belohnung überhaupt. Ich bin froh, dass es dir gefällt. Dann bis zum nächsten Mal. Damit wäre noch eine verflixte Bitte erledigt. Das läuft wie geschmiert. Was ist los? Die letzte Bitte von Herrn Gutblick. Oder unser Rätseldetektei nicht ganz gerechtwürdig. Mist. Ich weiß, was du meinst, aber mehr als abwarten können wir nicht. Ich schätze, du hast recht. Ich wette, die meisten Leute wissen nicht einmal, dass wir existieren. Deswegen kriegen wir vermutlich auch so wenige Bitten. Du hast recht, also wie ändern wir das? Du machst mir Angst, wenn du so lachst. Sag mir einfach, was Sache ist. Immer mit der Ruhe, ich habe einen gewieften Plan. Wir werden unsere Rätseldetektei mit Postern bewerben. Machst du Witze? Verflixt, ich glaub's ja nicht. Ausnahmsweise mal eine gute Idee. Wenn wir Poster aufhängen, kriegen wir sicher mehr Klienten. Na dann los. Einen Moment bitte. Was ist los? Ihr braucht eine Genehmigung, bevor ihr Poster aufhängen dürft. Oh, wirklich? Ja. An wen müssen wir uns wenden, wenn wir so eine Genehmigung wollen? Ihr solltet ins Bürgerzentrum gehen, dort weiß sicher jemand Bescheid. Okay, gehen wir. Ja. Mit so vielen Verbrechen wartet das Spiel auf und dann heißt es, guck mal, das ist erledigt. Ich hab da nicht das, ich hab Milky. Vor allem da steht Milky. Haha. Ha. Deutsche Übersetzung. Ich bin ja froh, dass das Spiel übersetzt wurde, wirklich, aber trotzdem ergötze ich mich zu Unrecht an den Flüchtigkeitsfehlern. Also wurde sie irgendwann nochmal umbenannt von Milky auf Milchi. Wäre mir auch egal gewesen, wie die heißt. Was machen wir denn? Wir gucken schnell in den Dingenskirchen. Oh, was soll ich machen? Geh zum Bürgerzentrum. So, und das will ich halt nicht tun. Das will ich mir noch aufheben. Was ist hier los? Ich kann mich da hinsetzen. Mehr hat das. Okay. Ich befürchte, es gibt gerade keine neuen Detektivbitten. Auch gut. Und jetzt will ich vollständigkeitshalber, ich hoffe, das ist keine allzu große Sache, ganz kurz bauen einen Nian anschauen mit euch. Erstellen einen Nian. Körper. Na, wenn, dann sollten die schon. Das ist so Meister Niada-Style. Oder? Wollen wir uns das aufheben? Okay, pass auf. Das machen wir im nächsten Part. Und im nächsten Part werden wir nach diesem Modus wirklich zu Nathan wechseln. Leere Versprechungen heute schon wieder, ja. Aber ich finde es in Ordnung, wie es gelaufen ist, ne? Okay. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis dann und ciao.